Wir brauchen viel, viel mehr Verwaltungsinformatiker in ganz Deutschland, denn es ist wichtig, dass man ein gutes Verständnis mitbringt aus Verwaltung und IT und damit eine sehr verwaltungsnahe Ausbildung hat. Diesen Mix hinzubekommen, die sowohl rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die organisatorischen Möglichkeiten zu verstehen und damit in die IT zu überführen, damit wir hinterher sinnvolle Systeme haben und nicht einfach nur einen Prozess digitalisiert haben, das ist das Spannende daran. Und da können Verwaltungsinformatiker mit ihrem ganzheitlichen Blick auf Verwaltung und IT das Bindeglied stellen, was tatsächlich dann die Lok ins Fahren bringt. Die Verwaltungsinformatiker betreuen bei uns die IT-Fachverfahren, sind also zuständig fürs Einspielen von Updates, fürs Testen der IT-Verfahren, insgesamt dafür, dass das alles funktioniert in den Bezirken. Aktuell ist ja die große Aufgabe für das ITDZ Berlin, das E-Government-Gesetz umzusetzen. Das heißt unter anderem, dass über 67.000 IKT-Arbeitsplätze des Landes Berlin migriert werden müssen. Und das ist ein großes Feld, wo auch Verwaltungsinformatiker gebraucht werden, da sie sowohl das Verwaltungswissen mitbringen als auch das Informatikwissen. Die Kooperation zwischen der HWR Berlin und dem Labo Berlin zeichnet eben aus, dass die Studenten oder auch die fertigen Verwaltungsinformatiker, die zu uns kommen, eben ein gewisses Grundverständnis für die Verwaltung mitbringen, sodass wir bei der Einarbeitung weniger Probleme haben als mit Menschen, die was anderes studiert haben im Informatikbereich, weil die eben schon eine Vorstellung von der Verwaltung haben. Die kommen zu uns und wissen grob, was ist ein Verwaltungsakt, was muss gemacht werden und welche Hürden und welche Änderungen gibt es in der Verwaltung, die es vielleicht in der freien Wirtschaft nicht gibt. Bei uns gibt es nicht den Juniorberater, weil bei uns die Kollegen sofort im Projekt beim Kunden sind. Das heißt, kein monatelanges Warten am Schreibtisch und das Ausfüllen von interessanten oder weniger interessanten Rechercheergebnissen, sondern gleich rein in die spannende Umsetzung beim Kunden. Das ITDZ wächst. Wir haben sehr viele Aufgaben übernommen mit dem E-Government-Gesetz. Nicht nur die Migration, sondern auch die E-Akte. Ein weiteres Feld, wo sich auch ein Verwaltungsinformatiker sehr gut verwirklichen kann. Ich schätze die Bedarfslage sehr hoch ein im Labo, weil wir ja eine Menge IT-Fachverfahren betreuen. Das werden immer mehr. Online-Zugänge werden immer mehr. Es besteht immer mehr der Wunsch nach Digitalisierung der Verwaltung. Und nicht zuletzt die Umsetzung des E-Government-Gesetzes führt eben dazu, dass wir einen ständig steigenden Bedarf haben. Wir haben in den letzten 2 Jahren über 200 neue Mitarbeitende eingestellt. Wir haben sehr viele offene Stellen. Also die Chancen, nicht nur das Praktikum zu absolvieren und die Bachelorarbeit zu schreiben bei uns, sondern auch übernommen zu werden, stehen sehr, sehr gut.